Linz, Oberösterreich. Ein bislang unbekannter Täter schoss am 13. Oktober gegen 1.55 Uhr einen 45-Jährigen aus Linz vor einem Linzer Lokal in den Kopf. Trotz notärztlicher Erstversorgung erlag das Opfer seinen schweren Verletzungen. Es wurde sofort eine Alarmfahndung nach dem Täter veranlasst. Die Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt Oberösterreich übernommen und laufen auf Hochtouren. Nähere Hintergründe zur Tat sind noch nicht bekannt. Ja, gegen 2 Uhr dürfte sich dieser Mord auf offener Straße vor diesem Lokal im Hintergrund ereignet haben. Es gibt Zeugen, die eben dann auch die Polizei alarmiert haben. Die Polizisten haben einen 45-jährigen Linzer tot auf der Straße vorgefunden. Der 45-jährige Linzer dürfte offensichtlich durch einen Kopfschuss getötet worden sein. Bei der Tatwaffe handelt es sich um eine Faustfeuerwaffe. Es gibt mittlerweile schon einen Tatverdacht. Nach diesem Mann wird derzeit gefahndet. Auch noch einmal ein Fahrzeug fanden die Ermittler. Aber dahingehend sind die Ermittlungen noch im Laufen.